Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wusstet ihr schon, dass ihr in Scum seit dem 0.5 Update nicht mehr in die Killbox gehen müsst, um an C4 ranzukommen? Es gibt jetzt nämlich eine Änderung. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt geworden ist oder ob das in den Patch Notes stand. Jedenfalls kann man von Peepsern, also diese Zombies, die explodieren, die kann man entschärfen, wenn man denen vorher in den Kopf geschossen hat. Und anschließend kann man die C4-Teile mitnehmen. Ja, wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Es geht ganz einfach. Die Pieper, die Zombies, die gibt es ja an verschiedenen Orten wie High Military Areas oder Tankstellen oder hier an diesen Docks zum Beispiel. Wir laufen jetzt einmal zu diesem Dock, weil hier spawnen eigentlich immer zwei Pieper. Nur müsst ihr aufpassen, dass während ihr am Entschärfen seid, dass ihr nicht durch einen anderen Pieper in die Luft gejagt werdet. Oder von anderen Zombies angegriffen werdet oder was auch immer. Also ihr müsst euch schon, zumindest mache ich das so, sicher sein, dass ihr da entspannt rangehen könnt und diesen Zombie töten könnt. Am besten macht ihr das ganz leise, während ihr schleicht. So erweckt ihr nicht die Aufmerksamkeit der Pieper. Und dann könnt ihr ganz entspannt dem Pieper, während er noch auf dem Boden liegt, einen Kopfschuss geben, ranschleichen und... Also gegebenenfalls müsst ihr vorher noch andere Pieper auslöschen bzw. erschießen. Und dann könnt ihr auch schon die Sprengzombies entschärfen. Also für gewöhnlich liegt hier immer ein Pieper. Da muss ich jetzt mal schauen, ob der gleich spawnt oder nicht. Ja, da liegt schon der erste Zombie. Oh, ja. Nehme ich doch mit, ne? So, ich wage mich jetzt nochmal ran. Ansonsten versuche ich den zweiten Pieper zu looten. Weil vor dem 0.5 Update, egal wo man die Pieper getroffen hat, ob Kopf oder Brust oder was auch immer, sobald der tot war, sind die explodiert. Und das haben die jetzt mit diesem Update geändert. Und jetzt kann man die auch entschärfen, um einfach an C4 zu kommen. Ja, ich höre schon einen. Wo ist er? So, der Pieper ist tot. Dann muss ich den anderen Zombie noch erledigen. Disarm. Zack, zack und zack. Success. So, jetzt ist der Pieper tot. Dann könnt ihr einfach durchsuchen. Und dann habt ihr auch hier schon das C4-Teil. In dem Fall das Keypad Circuit Board. Und das ist auch das letzte Teil, was uns fehlt. Wir haben nämlich schon einige Pieper gelootet. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was lernen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen leichter an C4 zu kommen. Weil wenn man nicht knacken kann oder also Schlösser knacken kann beispielsweise, dann ist eine Killbox ziemlich schwer für manche. Und ich finde, das ist ein bisschen OP aktuell, wie es jetzt ist, dass man C4-Teile von Piepern bekommen kann. Aber dem einen oder anderen wird es vielleicht helfen und ja, bis zum nächsten Video.